Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen Ratio Farm Ulm. Das Spiel endete 101 zu 108 nach Verlängerung. Es waren heute 2695 Zuschauer in der Sparkassenarena. Zu meiner Rechten begrüße ich Anton Gavell, Head Coach von Ratio Farm Ulm. Zu meiner Linken Ruhl Moers, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Anton Gavell um sein Statement zum Spiel. Glückwunsch an unsere Spieler zu diesem Sieg. Wir hätten es nie so weit kommen können lassen, dass wir diesen Vorsprung verspielen. Ich hätte da auch einen besseren Job machen müssen. Und wir haben noch am Ende irgendwie einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen Respekt an unsere Spieler. Danke, Anton. Dann bitte ich von Moss und Seinstecken zum Spiel. Ja, Glückwunsch an uns. Ich fand unsere Leistung sehr enttäuschend eigentlich. Man hat heute klar gesehen, welches Team mit mehr Energie gespielt hat, und das war leider nicht BG Göttingen. Und dann bekommt man solche Spiele, wo man 30 Punkte hinterlegt. Und wir müssen selbst nicht reden über das letzte Viertel. Unser Niveau heute war nicht genug. Vielen Dank, Ruhl Moers. Gibt es Fragen? Vielleicht zuerst an den Gästecoach. Wenn du das schon ansprichst, das hättest du denn besser machen müssen? Wir hätten die Mannschaft unter Kontrolle haben müssen, gerade in dem letzten Viertel. Wir haben da keinen Zugriff offensiv bekommen, und ich meine, 36 Punkte im letzten Viertel sind einfach unglaublich viel, und man kann so ein Spiel kippen. Es ist ja nicht verboten, was zur Schiedsrichterleistung zu sagen. Nur man läuft Gefahr, ein bisschen was bezahlen zu müssen. Dann sagen Sie was dazu. Ich sage nichts. Meine Meinung ist völlig unmaßgeblich. Gut. Und du sagst auch nichts. Ja. Es war doch ein extrem ruppiges Spiel. Und die Frage ist, von wem ging das eigentlich aus? Von den Schiedsrichtern oder von beiden Mannschaften? Mannschaften spielen beide hart, und Schiedsrichter sind dafür da, das Spiel zu leiten. Und damit haben wir das. Haben Sie es gemacht heute? Die haben das Spiel geleitet, ja. Ja. Gibt es weitere Fragen an den Gästecoach? Ich bin jetzt nicht dafür, wenn du möchtest, kannst du gehen, Anton, kannst aber noch bleiben. Okay. Alles klar. Okay. Gute Heimreise. Tschüss. So, dann bitte Fragen an Ruhl Moers. Kannst du ein bisschen was zu Rob Edwards sagen, zu seinem Debüt? War nicht gut, das hat jeder gesehen, glaube ich. Ich erwarte viel mehr davon. Kannst du die Szene von Crandalls Ausschluss nochmal rekapitulieren? Ich muss darüber nicht viel sagen, ne? Ich habe das in die Kabine schon gemacht. Was auch passiert, man soll ihre Emotionen nicht so rauslassen kommen. Man kann das anders machen. Ich stehe hinter ihm, aber seine Reaktion war nicht zu Recht, und deswegen zu Recht bestraft. Zweite Fragen? Können Sie vielleicht zu der ruppigen Spielweise von beiden Mannschaften noch etwas sagen oder mir das einfach erklären? Das ist ja eigentlich nicht der grundsätzliche Ansatz beider Teams. Es ist so, es hat sich so entwickelt heute. Ja, manchmal mit Calls oder No-Calls entwickelt sich ein Spiel in eine Richtung. Ich will nicht reden über Schiedsrichterfehler, weil, wie gesagt, ich fand unsere Leistung zu enttäuschend, um darüber zu reden. Aber okay, ich fand es nicht so gut heute. Womit ich nicht sagen will, dass es die Endergebnis beeinflusst hat. Auf keinen Fall. Was ist denn aus Ihrer Sicht so anders geworden? Also die Überführung knapp vor Ende des dritten Viertels 30 Punkte und dann dieses völlige, ja, dann Göttingen weit vorne und gepusht auch von den Zuschauern. Ich glaube, wir waren selbst näher an einem Sieg. Ich weiß nicht, ich muss das noch wieder sehen, ob dem Zug zum Korb von Frey ein Foul war. So ja, dann könnten wir mit 5 vorne gehen in die Verlängerung, dann glaube ich, ist ein anderes Spiel, aber wie gesagt, unsere Leistung war auch einfach nicht genug.
Ja, wenn wir mit 30 hinten lagen, haben wir ein bisschen Basketball gespielt, weil das mental natürlich viel einfacher ist. Aber am Ende kann man nicht erlauben, dass es 76 ist in deiner eigenen Halle. Das ist unakzeptabel. Jawohl. Du bist nicht zufrieden mit der Leistung, hast du ja gesagt, aber trotzdem, dieses letzte Viertel, wenn man so weit hinten liegt, es zeigt auch wieder den Charakter deiner Mannschaft, oder? Kann man da zumindest dieses Positive rausziehen, dass man so zurückkommt? Ja, ich finde, sie haben da ein unglaubliches Viertel gespielt. Das einzige Positive vielleicht ist, dass wir das Berliner Vergleich gewonnen haben am Ende. Aber an die andere Seite sorgt es auch für mehr Frust bei mir, wenn ich sehe, wie mein Team spielen kann. Man muss dann mental ein bisschen stärker sein, um von Anfang ein bisschen, wir gehen nicht jedes Viertel 36 Punkte machen, aber vielleicht ein Mittel finden zwischen unserem Niveau in die ersten drei Viertel und unserem Niveau in das letzte Viertel. Und wie geht das mit Gino Krennels weiter? Er wird gesperrt, ne? Mindestens einmal. Bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft? Ich weiß es nicht. Ja, ich kann es nicht sagen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Zum Ende hin hat Les Jaren relativ viele Dreier getroffen. Wäre das eine Möglichkeit gewesen, früher auf ihn mit seiner Dreierqualität zu setzen? Vor allem als er freistand, hat er zum Ende hin echt viele Dreier getroffen. Das Spiel hat sich so entwickelt, weil Gerhard hat da auch einen guten Job gemacht, in die Zone zu ziehen und dann eigentlich die Help-Defense gut gelesen und immer best gefunden. Er hat dann auch seine Würfe getroffen. Aber Bess hat ein unglaubliches Spiel gemacht, auch defensiv mit viel Energie, aber das ist kein Spieler, der selbst kreiert. Er braucht andere Leute, die für ihn kreieren. Und das haben wir auch viel zu wenig gemacht. Wir hatten 5 oder 6 Assists am Halbzeit, 15 am Ende, das reicht nicht. Zweite Frage? Ja, ich habe noch eine letzte. Was braucht es jetzt, um das Team wieder aufzubauen nach so einer herben Niederlage? Ein Sieg im nächsten Spiel. Wir haben zum Glück sehr schnell wieder ein Spiel und da müssen wir sicher etwas anderes machen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns hier am Dienstag wieder.